Hola amigos, ¿cómo estáis? Wie geht's euch? Ich hoffe gut, herzlich willkommen wieder bei Michael auf Gran Canaria, auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns hat der Tag ganz gut angefangen mit einer frohen Botschaft, dass wir als Risikogebiet von Spanien ausgeschlossen worden sind. Das heißt, man kann wieder frei zu uns einreisen, zumindest ab dem Wochenende, weil unsere Zahlen hier einfach perfekt sind. Eine super Nachricht für uns, aber darüber soll es heute nicht gehen. Ich wollte euch heute mein neues Projekt vorstellen. Ein Projekt, wo mich schon viele nachgefragt haben. Ich hatte es mal gesagt, dass unsere Familie ein historisches Hobby nachgegangen ist in den alten Zeiten. Und darüber wollte ich halt ganz gerne berichten. Ich werde dieses Projekt in 5 Teile aufteilen. Es sind 8 zeitgeschichtliche Epochen, die ich euch zeigen möchte, die wir durchlebt haben. Ich werde dies hauptsächlich mit Bildern machen und euch zwischendurch versuchen, über die Ausrüstung und Waffen ein bisschen was zu erzählen und vielleicht auch was zu zeigen. Entsprechend der jeweiligen Epoche. Ja, meine Lieben, bevor es losgeht und ich euch die Epochen vorstellen möchte, habe ich wieder ein kleines Paketchen bekommen von dem Patrick aus der Schweiz. Er wusste, dass ich gerne den Daniel Morning Pipe so gerne geraucht habe, aber ich bin dazu bisher noch nicht gekommen, den von Peterson zu rauchen. Und er war so lieb, mir auch den Morning Pike von Bellauer mitzugeben. Und darüber werde ich euch dann auch später auch ein Vergleichsreview geben. Mit dabei war der Tabak, den ich jetzt hier gerade in der Pfeife rauche. Ihr seht, da ist nichts mehr drin. Ein leichter English Blend von Bellauer. Schmeckt sehr gut. Dem Patrick ist er etwas zu leicht, weil er zu wenig Latakia enthält. Ich finde ihn sehr angenehm für die Vormittagsstunden und so angenehm, dass ich hier gerade die letzte Pfeife von rauche. Gut, meine Lieben, dann lasst euch mal in die Zeitreise entführen von 1775 bis 1945. Viel Spaß dabei, bis gleich. Hola amigos, bienvenido. In der Zeit des Unabhängigkeitskrieges von 1775 bis 1782. Ja, ihr seht mich hier in einer meiner Uniformen der damaligen Zeit. In diesem Fall ein Kundschafter des King's Age Regiment of Foot und des 8. königlichen britischen Regiments zu Fuß. Das ist die Ausstattung eines damaligen Kundschafters. Die typische rote Weste der britischen Armee damals. Der Hemdkragen, ziemlich eng schnürend. Hier der Hut, den ich euch schon mal gezeigt habe, vom King's Age Regiment mit dem Botones, also mit den Knöpfen von demselbigen. Ich glaube, hier sieht man das. Ich trage anstatt einer typischen roten Uniform nur als Reminiszenz die Weste, trage dazu aus Hirschleder einen Jagdrock, ebenfalls versehen mit den Knöpfen des 8. Regiments. Und eine knielange
ebenfalls Hirschlehne eine Rose, so wie man das hier sieht. Ja. Und Mokassins. Ja. Als Waffe trug ich als Kundschafter mein Jagdbeutel, mein Jagdmesser, auch ein handgeschmiedetes Jagdmesser mit Hirschhorngriff und das gefürchtete Tomahawk, ein Irokesen-Tomahawk in diesem Fall, und das Besondere, man sieht es hier, auch eine Pfeife, aber ich sage euch gleich, grausam schmeckt der Tabak, egal wie gut der Tabak ist, es schmeckt einfach gräuslich, das Kraut da drin. Aber damals hat man es halt geraucht. Und zeittypisch, was ich auch damals in meinen Events geraucht habe, war Tonpfeife. Heute passend von Roman Peter den Ranger drin. Die Rangers waren ja damals auch eine britische Elitetruppe, die dem Feind das Fürchten gelernt hatte. Und daher passen die nichts passender als dieser Tabak. Gut, unsere Events fanden in der Regel immer am Wochenende statt. Immer von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Und am Montag waren wir wieder auf unserer Arbeit. Das war ein kurzes Entfliehen in eine andere Zeitepoche. Häufig hat die gesamte Familie daran teilgenommen, so wie auch bei uns. Das erste Treffen unserer Tochter zum Beispiel war eins vom Unabhängigkeitskrieg, Schloss Fulda. Hier seht ihr mal ein Bild von unserer Kleinen, da war sie erst ein paar Monate alt, im Zelt, in der Zeltlagergasse mit meiner Frau. Ja, wir waren dort, wie gesagt, als Kundschafter oder auch als Milizionäre des Virginien-Regiments, wo ich euch hier Fotos einblende. Diese Milizen haben damals ihre eigenen zivilen Waffen getragen. Erstklassige Waffen, die den britischen Armeewaffen weit überlegen waren. Eine Waffe, wie ich sie hier trage. Ich lege jetzt mal die Pfeife weg. Ach, wichtig, diese Brille habe ich natürlich früher nicht getragen. Das war verboten, sondern man trägt historische Brillen. So wie diese hier, jetzt sehe ich nämlich gar nichts. Das war meine damalige Brille. Ja, das war dann so ein schönes Stück. Eine typische Nickelbrille. Ich habe sie nur als Sonnenbrille benutzt, weil zur damaligen Zeit brauchte ich noch keine Brille tragen. Sonst hätte ich mir auch eine entsprechend anfertigen lassen müssen, auf diese Art und Weise, mit richtigen Gläsern. Ja, ich nehme sie mal wieder ab, sonst sehe ich nämlich gar nichts mehr. Gut. Also zurück zu dem Gewehr. Die britische Armee hat die Spess Brown benutzt. Also ein sehr schweres, langläufiges Gewehr mit glattem Lauf. Glatter Lauf hieß, die Kugel bekam beim Abschuss keinen Drall und hatte daher keine sehr große Zielgenauigkeit und auch keine große Reichweite, sodass die Armee halt Kolonnen halt abgeschossen hat, und zwar sogenanntes Salvenfeuer, was dann aber verheerende Wirkung beim Feind hatte, denn die eine oder andere Kugel fand dann doch ihr Ziel in den Massen. Im Gegensatz dazu verwendeten die amerikanischen Milizen oder auch die Kundschafter, so wie ich, Jagdgewehre, zivile Jagdgewehre. Dieses hier ist ein sogenanntes Poor Boy, ein Kentucky Poor Boy. In Amerika hergestellt, aber von deutschen damaligen Waffenschmieden, die sich in Kentucky angesiedelt hatten. Es waren damals die beliebtesten Jagdwaffen, einmal wegen ihres Preises. Sie waren nicht unerschwinglich, also man konnte sie sich leisten. Sie waren erstklassig verarbeitet, sie waren schlicht unauffällig und waren absolut, was am wichtigsten war, präzise und verbrauchten im Gegensatz zum Braunbess wesentlich weniger Pulver, weil das Kaliber sehr gering war. Aber dafür war die Waffe umso tödlicher. Sie hatte nämlich keinen Glattlauf, sondern einen gezogenen Lauf. Das heißt, es ist spiralmäßig gedreht worden, sodass die Kugel beim Austritt
eine gerade Linie verfolgen konnte und direkt ihr Ziel treffen konnte. Ja, die Gewehre waren damals als Steinschlossgewehre ausgestattet. Das sieht man hier schön. Ich habe jetzt hier kein Feuerstein drin, sondern zur Sicherheit ein Holzkeil. Und hier ist die Pfanne. Man tat halt hier etwas Pulver in diese Pfanne hinein, schloss die Pfanne und drehte dann das Gewehr um. Das Militär hatte vorgefertigte Patronen, Papierpatronen, wo das hinten in der Papierhülse das Schwarzpulver war und vorne die Bleikugel. Sie rissen sie dann ab, füllten das Pulver hinein, das Papier und danach die Kugel und nahmen dann den Ladestock, stießen den Ladestock hinein, nahmen ihn wieder hinaus, brachten ihn wieder an ihren Platz und spannten dann den Hahn und drückten ab. Ja, und beim Abdrücken schlug der Feuerstein hier gegen das Schlageisen von der Pfanne. Es entstand ein Funke. Die Pfanne hatte sich geöffnet und der Funke entzündete das Pulver. Ein Loch führte zu dem Pulver, was sich im Rohr befand, entzündete dort die eingebrachte Ladung und der Schuss konnte nach vorne gehen. Ja, das Ganze war recht zuverlässig, wenn es nicht gerade geregnet hatte. Ja, da musste man dann halt zu anderen Waffen greifen, zum Kolben oder zu dem aufgepflanzten Bajonett. Im Gegensatz zum Braunbess haben die Jagdgewehre kein Bajonett gehabt, sondern es fehlte hier der Aufsatz, weil es ja ein Jagdgewehr und kein Militärgewehr war. Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Bilder zu den Treffen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Epoche wieder, und zwar in der Zeit der französischen Revolutionskriege. Bis gleich dann. Ciao. Vive la liberté, la égalité et la fraternité. Vive la France, vive la République. Viva! Willkommen im Frankreich des Jahres 1792. Wir befinden uns in den französischen Revolutionskriegen. Ich stehe hier als Jakobiner. Soldat, das waren die ersten, die an die Front gingen, um die Revolution nach Europa hinauszutragen. Das war eine wilde Armee von Freiwilligen, später ziemlich zerlumpte Armee, weil es keinen Nachschub gab, es gab keine regulären Uniformen. Man zog halt das an, was man hatte. Man konnte froh sein, wenn man ein paar Schuhe an den Füßen hatte. Hier trage ich die typische Jakobinermütze mit dem Jakobinerwappen, ja. Und die entsprechende Haartracht, die auch da in dem Siebenjährigen Krieg, mit Zopf natürlich. Bei uns im Hobby war es so, alles musste original sein wie damals. Das war der Sinn des ganzen Hobbys. Wir wollten erleben, wie haben die Leute damals gelebt, wie hat es sich angefühlt, die Sachen zu tragen, die sie getragen haben. In den jeweiligen Jahreszeiten draußen in den Dörfern oder in den Schlössern. Wir wollten wissen, wie die Waffentechnik war, hat das tatsächlich so funktioniert, warum ist man in Kolonnen aufmarschiert, warum hat man die jeweiligen Schlachtentaktiken angewendet, was wurde damals gegessen. Wir haben die Rezepte erkundet und haben auch in den Lagern halt am Feuer historisches Essen zubereitet. Alles sollte so originalgetreu wie möglich sein. Das ist und das war und ist auch bis heute noch der Grundsatz. Das Ganze fängt an bei der Unterwäsche, die ich jetzt hier natürlich nicht zeige.
und geht weiter, dass man halt nicht diese typische Handbewegung macht, wenn man nach der Uhrzeit gefragt wird, weil Armbanduhren gab es ja nicht, sondern wenn man Glück hatte und reich damals war, hatte man eine Taschenuhr und dann konnte man sie halt hier hinausziehen. Das sind so typische Dinge, auch keine Plastiksohlen, sondern wir hatten halt richtige Ledersohlen oder Holzklocks. Die gesamten Sachen, die wir halt haben, egal in welcher Epoche waren, sind alles maßgeschneiderte Sachen, nach Möglichkeit mit Original-Wollstoffen, Leinen, was halt damals verwendet wurde. Wir haben all diese Dinge in den Museen halt ausgekundschaftet. Die Museen waren uns sehr, sehr hilfsbereit. Wir haben in unserer Gruppe halt hervorragende Leute gehabt, wie Schuster oder Schneider, die die Sachen anfertigen konnten und jedem nach Maß geschnitten wurde, entsprechend, was er halt darstellen wollte. Zivildarsteller, Militärdarsteller, eine bestimmte Berufsgruppe darstellen, egal was, es wurde genau alles recherchiert. So wie zum Beispiel wir begonnen haben mit dem Hobby, mit der französischen Revolutionstruppe. Wir haben uns ein Regiment ausgesucht, dessen Geschichte überliefert ist. Wir haben die Regimentsgeschichte genau studiert und haben halt von Beginn an der Revolution, also 1989 an, damit begonnen, genauso zu leben und ausgestattet zu sein wie diese Leute dieses Regiments. Es war das 22e Regiment Volontaire. Dieses hat halt an sämtlichen Revolutionskriegen und auch später an allen napoleonischen Kriegen dran teilgenommen und in den Frisuren, den Bartrachten und natürlich in der Uniform entsprechende Entwicklung durchgemacht. Und all diese Entwicklungen haben wir in den jeweiligen Reglementsjahren entsprechend angepasst an unsere Ausstattung. Wie haben wir übernachtet? Übernachtet haben wir in Zelten, auf Stroh, auf Fellen, keine Luftmatratzen. Die oberen Herrschaften konnten auch auf Feldbetten nächtigen in den Zelten. Die Zelte waren historische Zelte aus Leinen, kein Plastik, kein gar nichts. Wir haben mit Gemeinden gesprochen, um an den Originalschauplätzen der jeweiligen historischen Ereignisse in ganz Europa unsere Darstellung durchzuführen. Wir waren in Holland, in England, in Belgien, in Frankreich, Italien, in der Tschechoslowakei. Ägypten wollten wir auch hin, aber damals, als Ägypten, der Ägyptenfeldzug war, das Jahr, gab es die ersten Anschläge von Fundamentalisten dort unten und im Jahre, wann war es, 1989, genau, und haben es dann aus Sicherheitsgründen bleiben lassen. Ja, dafür haben wir aber die Voretappe gemacht, und zwar, wir sind nach Malta. Wir haben mit der maltesischen Regierung Kontakt aufgenommen, uns dargestellt, unsere Gruppe, und man war dort so begeistert, dass man uns für eine Woche lang eingeladen hat, dort 24 Stunden am Tag an den Originalschauplätzen die Eroberung Maltas nachzustellen. Voraussetzung war, dass wir tatsächlich 24 Stunden original leben, wie in der damaligen Zeit, und zwar im Juni 1789. Das haben wir dann auch getan. Ich zeige euch mal hier ein paar Fotos. Wir sind mit dem Flugzeug hingebracht worden, alles kostenfrei von der maltesischen Regierung, und sind dann angelandet mit alten Original-Holzbooten, wie ihr hier auf den Fotos seht. Wir sind in Valletta angelandet, und zwar wurde die Landung am 10. Juni 1789 durchgeführt. 1798. Und zwar angeführt von einem General Bonaparte Napoleon, wie man ihn später nannte, dem späteren Kaiser von Frankreich. Die Festung Malta
damals vom Maltesischen Orden seit über 268 Jahren regiert, in fester Hand, sehr reich, musste sehr schnell die Kapitulation abgeben, und zwar zwei Tage später wurde die Kapitulation unterschrieben von dem Obermeister des Maltesischen Ordens. Er wurde reichlich mit Geld dadurch entschädigt, musste aber die gesamten maltesischen Schätze übergeben. Es war sehr einfach, die maltesische Insel zu erobern, weil das maltesische Volk auch den Gedanken der Revolution zum Großteil in sich trug und sie keine Lust hatte, gegen die französische Armee großartig zu kämpfen. Einzig die Festung Valletta hat großen Widerstand geleistet, musste dann aber nach ein paar Tagen auch aufgeben. Nach der Kapitulation, nachdem der Meister die Kapitulation ja unterschrieben hatte, hat es für sie später auch keinen Sinn mehr gehabt. Wir wurden damals im Jahre 89 in dieser Festung in Valletta untergebracht. Man sieht das hier schön auf den Fotos, wie wir dort gehaust haben. Wir sind durch die Straßen gezogen und haben dort die einzelnen Straßenkämpfe, die dort stattgefunden haben, nachgestellt. Aber auch die fröhliche Friedensfeier haben wir auf dem großen Palazzo-Platz mit der dortigen Zivilbevölkerung gefeiert. Es war ein riesengroßes Ereignis, eigentlich eines der größten Ereignisse, die wir bis dahin, oder das größte Ereignis, was wir bis dahin gestartet hatten. Es waren mehrere hundert Beteiligte in Uniform und in Zivilkleidung mit dabei und haben dort dieses herrliche Schauspiel abgegeben. Es war die Presse vorhanden, es wurde im Fernsehen übertragen. Und das war der Initiator dafür, dass wir auch später es nicht schwer hatten, an anderen Originalschauplätzen, zum Beispiel für die italienischen Feldzüge in Marengo, daran teilnehmen zu können. Aber zu all diesen Dingen komme ich dann im nächsten Teil. Ich will euch nur noch kurz abschließend, Augenblick, ich lege das hier mal weg. Das Gewehr, was damals von der französischen Armee benutzt wurde, das Dienstgewehr der französischen Armee vor in der damaligen Zeit, das war das sogenannte Etienne. Man sieht es hier mit dem herrlichen langen Bajonett. Es war auch ein Steinschlossgewehr. Hier, weil ich das Gewehr ganz oben unter der Decke hängen habe und es ein originales, habe ich den Stein noch mit drin. Es ist ein Original von 1784. Das Stück hat mich halt überall hin begleitet. In all diesen Feldzügen ist es noch voll funktionsfähig. Und man sieht halt auch, wenn man genauer hinsieht, ich mache da noch mal ein paar Fotos, die ganzen Rostnarben von dem Gewehr, weil es war kein Edelstahl, sondern nur Stahl, und man musste diese Gewehre, wenn es geregnet hat, ordentlich schrubben und einölen. Sie waren regelmäßig eingeölt, damit sie nicht rosten. Die Funktionsfähigkeit habe ich euch schon dargestellt an dem Poor Boy. Es ist hier genau das gleiche. Dieses Gewehr wurde von Anfang der Revolutionsjahre bis zum Abtritt von Napoleon von der französischen Armee verwendet. Es war weit verbreitet, ein zuverlässiges, hervorragendes Gewehr, was dem Soldaten seinen Dienst getan hat. Ja, meine Lieben, ich darf euch dann erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde euch dann in dem nächsten Teil in eine andere Epoche entführen. Welche, das konntet ihr im Vorspann sehen. Ich hoffe, wir werden uns dann in diesem Teil wiedersehen. Vive la France, vive la liberté, la égalité et la fraternité.